Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandelinmap. Heute sind alle Maschinen im Einsatz. Ich werde heute mal den John Deere fahren. Ich mache hier gerade wieder einen Auftrag, Feld 6 abernten. Wie ihr schon seht, steht da der Schneidwerkswagen. Und irgendwo da oben sollte der Lexion sein? Wo ist er denn? Bin mal gespannt. Ja, bis jetzt funktioniert's. Weil hier halt so eine Rohmasten im Weg sind. Der Fan, der sieht Hirse auf Feld 12 ein, wo wir mal letztes Mal gekrubbert haben und davor gesät haben. Das seht ihr auch oben. 142 ist der Fan. Wie natürlich klar ist, Vorgewende, lass ihn dreimal rumfahren. Ich hatte erst überlegt, hier auch mit dem Auto 3 den John Deere hier fahren zu lassen und den Lexion Cosplay und den Fan mit dem Überladewagen, den ich selber fahre. Ich muss das hier so dicht vorbeibringen. Sollte ohne gehen. Ah, wie schnell könnte der fahren? Ach. Testen wir gleich mal. Könnte auch schon 9 sein. Ich lass ihn mal voll werden. Rein theoretisch sollte er irgendwie so. Komisch fahren. Ich glaube, der fährt denn hier aus der Reihe raus. Dann können wir mal kurz danach zum Fan springen, was der so macht. Deswegen rast das Geld da oben auch so. Hey, hat irgendwas vor. Jetzt sollte er sich da ein Stück reinschneiden. Ich hoffe, der bleibt stehen. Okay. 46, 45, 41. Machen wir hier natürlich schnell weg, wenn er uns über den Haufen fährt. Ja, aha. Okay. Dann hüpfen wir mal schnell hier rein.
Hier ist der John Deere gerade, der Fendt unterwegs. Kloppt die Hirse rein. Der braucht 2 Stunden 57 Minuten. Okay, dann lassen wir ihn das mal machen. Und der Ziesmod ist ja eigentlich da, aber leider hier noch nicht ganz für die Kandelin-Map. Denke ich mir, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben, aber irgendwie startet er das Spiel oder setzt komm im Spiel rein, steht aber Pause. Und dann passiert da nichts weiter. So lange machen wir halt ohne Ziesmod weiter und dann hoffen wir, dass er dann kommt. Aua. Dann müssen wir mal weiter gucken. Also, wir werden auch hier in Kandelin mit einem Season Mod spielen. Er hat 17% drin. Hat doch P3 mal vorgewendet, reicht. Man muss ja immer noch zurücksetzen. Und eigentlich so die Drill-Textur gefällt mir auch sehr gut. Hat gegrubberte eigentlich auch. Flügen müsste man noch mal sehen. Na gut, ich mache ja eh meistens Tiefengrubbern. Ob's ne hier schnell rein. Wir folgen dann den Drescher mal unauffällig. Das muss dann zu G3 der AG. Hierfür kriege ich 30.000 und für den anderen 102. Ja, 30.510 hier ist fürs Dreschen und fürs Sehen 102.530. Also so 130, 140. 133.000 so um den Dreh. Das ist mal doof mit den Rollen. 33%? Ja gut, nachher mit Abfahren und Abbunkern. Prozent hat er jetzt drin und achso, Sojabohnen, na gut, das seht ihr. Haben wir das. Also werden wir jetzt hier ein bisschen ernten, mal gucken. Wir werden ja bestimmt früher fertig sein als der mit dem Sehen, weil er muss ein kleines Stück ja von Feld 12 auch noch machen. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, wie mein Kontostand war und dann will ich mal gucken, was dabei rumkam. Beim Sehen halt, ne? Weil er rasselt da ja ganz schön runter. Das ist ja jetzt durch den Helfer und durch die Saatkörner. Bin 8,99 km/h. So. Der Drescher wird dann hier so nicht gerade runter, also nicht so jetzt die Richtung runterfahren, sondern so schräg
weil ich habe, glaube ich, 3 Vorgewände eingestellt. Sollte ihnen reichen. Aber ich überlege auch, je nach Rechnung, weil da auch ein größeres Feld mit bei ist, abzuenden. Ich glaube, das mit einem Abfahrer außer es passt mit die Abladestelle, wenn die dicht ist. Stehen. Aus abgetankt, wenn ich bin schon da. Schon weiter hinten. Tschö. Geht er gleich bestimmt wieder aus. Ja. Aber ich glaube bloß, wir kommen einmal rum. Ja, ich fahre ja schon zurück. So. Der Fan fährt auch noch. Okay, kommst du hier überall klar? Oh, juckt. Hallo. Also, nach dem beiden Aufdringen muss ich über 529.000 haben. Oh, wir sind dicht. Irgendwo da vorne habe ich angefangen. Sollten wir eventuell entkommen. Und das könnte hier nämlich ein bisschen schneller gehen, weil ich jetzt während der Fahrt abbunkern kann. Das müsste Autodrive auch noch hinbekommen. Das wäre cool. Guck mal, der Johnny hat 39 Stunden runter.
Effekte und auch mit Season Mod nachher. Oh, dann ist er wieder ein bisschen eintöniger, aber halt wie die ist ja so. Also quasi Ernten, Bodenbearbeitung, Puppen sehen, entdüngen, ernten. Ach, so ist aber auch entspannt. Da muss ich hin. Nachher muss ich bloß einmal irgendwie noch den Schneidwerkswagen umstellen. Der könnte eventuell im Weg stehen irgendwann. Aber auch erst, wenn Vorgewende fertig ist. Wo musste ich hier reinfahren? Ja. 64. Ah, hier nämlich im Himmel sieht man das nicht, aber wenn man mal kurz hier eine Decke oder hier. Oh, ich muss auch rum. Gut wäre, wenn ich irgendwie zum Anfang komme, dann kann ich nämlich ranfahren und wir können abprobieren während der Fahrt. Und durchkommen müssen wir immer beim Feld mal vorbeischauen. Ich glaube, das könnte was werden. Bin mir nicht sicher. Pass auf kurz vorher. Kommt sie jetzt voll nach rechts. Das ist Schneidwerkswagen. Muss er jetzt hochfahren. Schneller als. Wenn die Geschwindigkeit raus haben, ist alles gut. Ah, das sollte ich noch. Ah, da hier so ein Hickhack fährt, ne? Das ist das Doofe. Jetzt mal hier auf der geraden Strecke noch mal das kleine Stück.
Hey, ja, ich gehe ja schon weg. Junge. Das ist sehr belastend. Stellen wir uns mal hier hin. Hätte nur 9. Schauen wir noch mal schnell. Trader AG. Genau, die ist da oben. Ich würde jetzt kurz stehen, aber dass er nicht ganz gerade fährt, das ist ja doof. Haben wir noch schnell den ersten Anhänger weg zusammen? Okay. Überleg irgendwie einen schnelleren Trecker, JCB oder so. Der schafft 10 km/h mehr. Oder einen größeren gleich und der schafft, glaube ich, 70. Wenn dann schon 20 km/h mehr. Genau, da ist der Kreis und da soll ich aufhängen. Und hier gleich rein. Verdammt, hier. Ach, hier war der. Verdammt. Hier irgendwie reinkommen. Hallo? Im Endeffekt 25%. Boah, da kann ja nicht viel bei rumkommen. Es sind alles große Felder, aber mit großen Anhängern hat man hier doch seine Probleme. So, 90. Dann gehen wir mal ein bisschen Hackengas, dass wir zurückkommen. Ich habe noch nicht so oft als Abfahrer gefahren. Jetzt war das immer Auto dabei. 90. Hey, ja, Gerät muss entladen werden. Ich bin dabei.
Weil wenn es nachher gerade geht, dann bunkert sich das ja auch leichter ab. Ich glaube, hier oben lohnt sich das eher, wenn wir da hinten irgendwo stehen. Auf Shophöhe. Ist er dran vorbeigekommen? Gucken wir mal, da ist er. Ob der diesen Mod dann nachher eigentlich auch mit der Mission zusammenpassen. Guck mal, jetzt bleibt er auch da stehen. Das ist doch schön. Guck, jetzt klappt das auch. Wenn M. Rechts schon wieder rüber. Kommst du eh gleich wieder zu mir? Und wieder weiter rüber. Ach ja. So ein bisschen hat er ja schon geschafft. Kann man nicht meckern. Wir kommen dann jetzt auch erstmal zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.